always you allows you to change cars during free ride, just like Salieri's garage. Und wie? Kann man da irgendwie reinfahren oder während dem Free Ride? Just like Salieri's garage. Irgendwie check ich die ganzen Dinge hier nicht. Wie bei der Tankstelle schon. Ich meine, wir sind hier. Aber machen kann man nichts. Weder zu Fuß noch mit dem Fahrzeug. Interesting. Oder auf der Rückseite. Da waren wir zwar gerade schon. Lost Heaven Paint. Sieht mir irgendwie alles nicht so danach aus. Komisch. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Da drin ist ja auch nichts, ne. Na gut, wir sind zwar hier, aber wir können nichts machen. Und an der Telefonzelle? How you doing? Auch nicht, ne. Eigentlich ist ja das hier Haus. Na gut. Wir sind hier, wir haben es gefunden, egal. Das nächste haben wir hier an dieser kleinen Hütte. Jo. Denk mal, das ist hier links drin. Neben einem Stuhl, genau, 8 von 20, da haben wir zumindest gleich schon die Hälfte. Das kann ich abhaken. Ding am Hafen habe ich ja schon mal angeschaut, die konnten wir irgendwie auch nicht sammeln, da muss man wahrscheinlich irgendwie vom Zug her hin. Oder von der Central Station. Oder mit einem Boot. Kann auch möglich sein. Von daher können wir gleich mal zur Central Station. Auch da gibt es was auf der Seite. Ein Wanted Poster, ein Fahrzeug, das wir noch nicht finden können, ein Fuchs, noch ein Wanted Poster und noch ein Wanted Poster. So, gleich hier oben am Q und unter dem U ist ein Wanted Poster. Oh. Eigentlich hätte ich ein bisschen Musik gerne. Nee, hau doch nicht ab, Junge. Schade. Dann stell ich mir halt diesen Truck. Junge, stehen bleiben. Dann halt du. Stehen bleiben. Ey.
sind das für Leute, die mich einfach überfahren wollen? Also hier gleich beim Q. Da drüben, da sehe ich es schon. Neben den Arbeiten. Wanted for smuggling, Jindrik Kotula, aka Henry. Für Schmuggeln gesucht, der alte Junge. Hätten wir. Dann hier unten. Wahrscheinlich an der Wand rechts. Würde ich sagen. Under the bridge. Ne, auch links. Okay, der läuft hier einfach über den Stuhl. Auch gut. Wanted for disorderly conduct and murder. Peter Kabak, aka Mad Hat. Ah, Ruhestörung und Mord, okay. Ziemlich verrücktes Foto, wenn ihr mich fragt. Ah, mit der Bahn könnten wir auch mal vielleicht fahren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert oder geht. Okay, hier haben wir die Grand Central Station, wollte ich schon sagen. Wie in New York, aber wir haben hier bloß die Central Rail Station. Und da ist das Wanted Sign. For Train Robbery. Jan Zaradnik, aka Clash. Ich find's cool, dass sie hier eigentlich die Entwickler so ins Spiel hineingebracht haben. Weil das ist ja offensichtlich, dass das die Entwickler sind. Finde ich ziemlich nice. Hat irgendwie was. Und ist auch eine coole Idee, das so zu machen. Aber eben Zug fahren kann man hier ja nicht. Oder auf die Gleise kommen. Geht wahrscheinlich irgendwie auch nicht. Können wir uns gleich anschauen, aber erst noch hier. Hier oben an der Ecke ist noch ein Fuchs versteckt. Und dann können wir uns das gleich mal anschauen, ob wir irgendwie mit dem Zug oder so da rüberkommen könnten. Die Polizei sucht mich zwar, aber... Ja gut, das ist jetzt doof. Dann muss ich mich halt hier kurz verstecken. Jetzt können sie bloß von dort drüben hier rüberkommen. On the top of a crane. All cars, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Bloß weil ich die andere Frau da angerempelt habe mit dem Motorrad. Ist doch echt unnötig. Gut, dort drüben ist eben eine Brücke, da ist ein Tor. Das ist alles verbarrikadiert. Alter. Ne, da kann man nicht hochklettern. Vielleicht hier. Ich denke mal zwar nicht. Oder doch? Ne. Nee. Und auch hier ist eine Brücke. Da kommt man auch nicht hoch.
Und hier waren wir auch schon. Ja, jetzt sind wir wieder am Hafen unten. Genau. Jetzt sind wir wieder hier. Hier ist eine Telefonzelle, bei der man auch noch eine Mission aktivieren kann, wenn man genug Sachen gefunden hat, die man braucht. Die Dinge kann ich vorerst vergessen. Oder vielleicht irgendwie von hier drüben. Hier ist alles dicht. Ne, das habe ich ja auch schon geschaut. Hier kann man auch nicht drüber klettern. Da muss man wahrscheinlich wirklich irgendwie mit einem Boot rüber. Oder schwimmen. Aber können wir hier schwimmen? Fragen über Fragen. Aber da wir jetzt schon hier sind, hier gibt es irgendwie ein Easter Egg. Okay, nee, das war das Boot. Hier oben gibt es einen Comic. Dann können wir nach links swipen. Bis hier zu diesem Haus. Hier ruckelt es irgendwie immer auf der Karte. Bei Salieri's Bar gibt es noch ziemlich viele Dinge, die wir finden können. Wahrscheinlich habe ich die zwar alle schon. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber man weiß ja nie. Vielleicht habe ich ja doch etwas übersehen. Ein Boot stellen können wir selber nicht, oder? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. War ich hier schon mal? Nee. Den Comic hätten wir. Eigentlich wäre es logisch, wenn ich die Folgen so aufteilen würde, dass ich bloß Comics sammeln würde und dann alles andere, also alles nach Kategorie sortiert, aber weil alles immer ziemlich nahe aufeinander ist, wäre das irgendwie doof, weil dann würde ich ja tausendmal Gangsters Monthly tausendmal die gleiche Strecke fahren. Was ziemlich unnötig. Junge! Wer? Hier haben wir ein Poster. Wanted for Forgery. Was ist Forgery? Fälscherei. Alexander Cox. Genannt The Silver Fox. Da muss ich jetzt kurz abhauen. Komm schon. Nee. Kann ich hier noch ein Auto knacken?
wo sind wir jetzt? Das eine Comic kann ich auch wieder nicht sammeln, dass es in der Mission ist. Hier hätten wir gerade noch einen Fuchs. A little different than all the rest. I'm quite old fashioned, wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream of just some before.